Hallo und ein herzliches Willkommen zurück bei Dishonored 2 im Dunwall Tower. Wir sind zurück, wir sind zu Hause. Und Delilah hat hier für... Kann den Aufzug benutzen, um zu Delilah im Thronsaal zu fahren. Ja, auf jeden Fall, wir sind wieder zurück, wir sind zu Hause. Delilah hat unser Zuhause verunstaltet. Den Sicherheitsraum erreichen, um den Strom im Tower einzuschalten und den Aufzug zu aktivieren. Mist. Zwei Ziele, die wir machen müssen. Ach du Schande. Der Oberaufsicht. Miststück. Was sind das für Hexen? Die Hexen sind doch nicht normal. Tot. Oh Mann, mein schönes Zuhause. Wird alles kaputt gemacht. Das wird dir leider sowas von bereuen. Zum Sicherheitsraum, zur Kapelle. Hier sind wir also, wo meine liebe lügnerische Halbschwester Jessamine und ich gespielt haben. Wo deine Mutter im Bett mit deinem Vater lag und dich geboren hat. Wo sie von Daud und seiner Bande ermordet wurde. Der Ort, der unser beider Leben zerstört hat. Sie haben eine seltsame Sicht auf die Welt. Und ich habe keine Ahnung, ob sie die Wahrheit sagen. Aber das ist egal. Thank you.
alternativen Taktiken. So. Weg damit. Was hat sie hier bloß angestellt? Dieses kleine Miststück. Sie hat alles kaputt gemacht. Sie hat mein schönes Zuhause in eine Katastrophe verwandelt, ey. Noch ein Knochenartefakt. Das habe ich doch schon eingesammelt. Wenigstens Sie würden es verstehen. Diese Nächte als Mädchen im Houndpits Pub. Haben Sie überhaupt nicht von der Krone geträumt? Sie wurde mir zuerst gestohlen, noch bevor Sie auf die Welt kamen. Die Welt ist voller Leid, doch ich wurde unter einem besonderen Stern geboren. Ich habe weit mehr Glück als die meisten, Delilah. Nichts davon entschuldigt Ihre Zerstörungen. Wir müssen Strom sparen, aber ich jetzt die ganzen Kerzen hier aus. So. Wir müssen Strom sparen. Oh. Aber die Tür ist denn blockiert. Warum ist diese Tür da blockiert? Ist wieder freigegeben. So. Tod durch mir. Ey, immer je weiter ich in den Dunwall Tower reingehe, desto mehr merke ich, dass sie mein Haus, das alles jetzt total verwüstet hat. Sicherheitsraum. Na komm. Rune. Mist, hier fehlt was. Wenn der Strom da ist, kann ich mit dem Aufzug zum Thronsaal fahren.
Gut. So. Wohin wollte ich jetzt hin? Aufzug. Die Kapelle untersuchen, stimmt. Das wollte ich machen. Ärgert mich, die meine Untertanen hier so zu sehen. Warum steht ein Baum mitten in der Kapelle? Etwas Schrecklichem, aber ich kann es vielleicht sabotieren. Wenn ich mehr fehlerhafte Runen herstelle, könnte ich Delilahs Gemälde stören. Fehlerhafte Runen? Wie geht das denn? So. Missionshinweise. Herstellung verderbter Runen. Kombiniert getrocknete Algen, Pigmente, unmenschliche Knochen, verderbte Runen anzufällen. Ja. Ah, okay. Wie kann ich denn ein Knochenhandwerk machen? Ja, aber wie geht das denn? Ich habe noch niemals eine Rune hergestellt. So. Oh, ich habe so viele verderbte Runen. Im Nahkampf wirft eine Parade Gegner immer an. Wie kann ich den Sachen herstellen? Was? So. Schwunggeschwindigkeit ist leicht erhöht, wendige Erholung. Atem. Wenn dir die Atemluft geht, wärst du das. Erste Geschoss als Gegner verwandelt sich in Blutfliegen. Was? Erlöschendes Licht?
Weitreichen und Teleportieren verbrauchen kein Mana, wenn es innerhalb einer Sekunde nach. Maximaler Mana-Vorrat wird erhöht. Feste Wurzel. Du wirst nicht verlangsamt, wenn deine Waffen gezogen sind. Wenn du Schaden erleidest, wird stattdessen ein großer Teil deines Manas abgezogen. Höhere Wahrscheinlichkeit, dass gegnerische Pistolen versagen. Vertrauter Geruch. Dank bei niedriger Gesundheit erheblich höher. Weiße Waffen kämpfen auf deiner Seite. Ich habe aber keine Ahnung, wie man Knochenhandwerk benötigt. Ich weiß nicht, wie das geht. Wie kann ich denn was herstellen? Warte mal, platzieren. Und jetzt? Pigment. Ah. Habe ich gemacht. Und jetzt? Moment. Aufzug. Was kann ich jetzt machen? Hä, okay. Das verstehe ich jetzt nicht. Muss ich jetzt nicht irgendwie was mit dem Links machen? Egal. Ich habe keine Ahnung. Gehen wir zurück zum Aufzug. Ab mit dem Kopf. Miststück. Oh, was haben wir hier Schönes? Das Knochenartefakt nehme ich mal mit. Ab mit dem Kopf. Ah, ich liebe es, den Leuten den Kopf abzusäbeln. Aha, geht doch. Gerade Menschen? Die gesagt haben, ich will nicht sterben? Ist da jemand? Du gehörst mir. Ich werde dich zerfetzen. Verdammt! Nein! Bitte nicht! Ich mache das jetzt nicht nochmal alles neu. Ich sollte häufiger speichern.
mehr fehlerhafte Runen herstelle. Warte mal, habe ich jetzt Stelle? Habe ich doch gemacht. Ich will Delilahs Gemälde stören. Das habe ich doch schon gemacht, oder? Habe ich schon gemacht, ja. Jetzt muss ich wieder nach oben rennen. Wo hat sich der Roboter versteckt? Irgendwo da draußen. Ich muss hören, ob es kommt. Sagen Sie niemandem, dass ich hier bin. Ich habe hier stillgehalten, seit das alles geschehen ist. Ihr Geheimnis ist bei mir sicher. Was haben Sie gesehen oder gehört? Nach dem Staatsstreich gab es Kämpfe zwischen den Verrätern des Herzogs und Wachen, die der alten Kaiserin noch treu waren. Dann gab es eine Feier für Delilah, kurz vor der Rückkehr des Herzogs nach Serkonos. Später führte der Aufseher einen Angriff durch, der aber misslang. Noch etwas? Anscheinend bereitet Delilah in der Ordenskapelle irgendwas vor. Wenn sie verrückt genug sind, suchen sie dort oder im Thronsaal. Sie und der Herzog haben sich über ein Bild unterhalten. Passen Sie auf sich auf. Ich hoffe, Sie müssen sich nicht mehr länger verstecken. Ich hoffe, Sie haben recht. Drei von uns waren hier. Genevieve wurde gefasst, dann morgen. Nur ich bin noch da. Okay. Sorry. Er hätte mich verraten können. Du bist so weise geworden, kleine Nichte. Aber denk daran, du besitzt nun Macht. Irgendjemand wird dich schon zum Schweigen bringen oder verbrennen wollen. Das glaube ich nicht. Ich gehe zum Aufzug. Oh, falsch rum. Das nehme ich mal mit. Aber leider ist die Folge schon vorbei. Ich hole den Aufzug noch herbei. Dann sehen wir uns morgen wieder. Bleibt mir gewogen und bis morgen. Ciao.